Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Valkyrie. Hallo, einen schönen guten Tag. Hallo. So, hallo. Mein Lieber, du bist oben noch am Wursteln, habe ich gehört. Ja, ich komme gleich, ich komme aber bald, sehr bald rüber. Ich will nur eben ganz kurz. Ich bleibe jetzt mal vor der Tür sitzen und warte, bis du kommst. Und dann hast du die Ehre, diese neumodische Tür zu öffnen, die ganz frisch dabei ist. Okay, nee, dann, bevor also, nein, ich, weil, ich, nicht ich, ganz weil ich dich da nicht so lange sitzen lassen will, eben noch die Fahrwerke. Das ist elementar wichtig, sonst stürzt mir das ganze Ding wieder ein. Und dann zeige ich dir auch mal die neue Triebwerksrückwand. Ja, die ist noch nicht perfekt, aber schon mal gar nicht so schlecht. Und dann werden wir wahrscheinlich ungefähr noch 1 Milliarde Gyros brauchen, um die Trägheit überhaupt in irgendeine Richtung zu bewegen. Aber das ist ein Problem, das beantwortet uns ein anderes Mal unsere Wenigkeiten. Ja? Ich hole mir mal kurz Strom hier und dann komme ich gleich rüber. Ach, dann setze ich mich auch mal ganz kurz hin, bis du deinen Strom geladen hast. Kurz ausruhen. Oh, oh mein Cappuccino ist geil. Das ist dreiviertel voll, ich bin gar nicht zum Trinken gekommen. So, ich komme jetzt zu dir. Okay, warte. Ach, irgendwas ist ja immer. Was denn? Okay, ich setze mich hier vor die Tür. Kann ich hinten irgendwo durch oder so? Nur du musst einfach in den Hangar rein. Ja, aber von wo? Stargate-Raum? Ist egal. Stargate-Raum kommst du nicht mehr rein, der ist zu. Ja, wie denn dann? Du musst nur einfach in den Hangar rein. In den großen Haupthangar. Ja, aber ich sehe keinen Eingang. Also an links und rechts. Da, wo auch der Länder ist, da kannst du auch rein. Unten halt. Halt durch die offenen Tore. Bist du denn? Noch nicht mehr du hast doch deine riesen Tore eingebaut. Wo sind die denn hin? Ich sehe die gar nicht. Hier an der Seite, Bell. Hier, hallo. Ach, wie blind bin ich denn? Ja, du, ich habe von oben aufs Schiff gekommen. Oh nein, ich bin gestorben. Nein. Dann drehe ich mich um. Dann will ich es nicht sehen. Also dann ich bin gegen den Länder gestürzt. Nein. Ja, aber ich wollte nach dir suchen und dann hast du gesagt, ab da. Und dann bin ich nach unten abgedreht. Oh Mann. Und dann bin ich gegen den Länder geknallt. Oh nee. Also gegen das Baukonstrukt dafür. Och, der arme. Warte mal kurz, meine Body Location stürzt gerade ins Unendliche. Ja, nee, lass dir Zeit beim Zoomen. Also ich guck mir das jetzt auch gerade nicht an ohne dich. Das wäre ja blöd. Wow. Eine Body Location hat ordentlich Speed drauf. Wie schnell prallst du denn auch gegen Gegenstände? Komm da nicht mehr hin. Ah, oh, nee. Keine Doch, Chance. Die kriegst du. Ich hab sie. Ich wollte sagen, so schnell gibt man doch nicht auf, wenn man seinen Körper verliert, oder? Ach, ich bin out of everything quasi. Out of Körper. Out of Körper sowieso. Gut, okay. Also unser Hangar ist eigentlich im Verhältnis zu allem anderen von diesem Schiff relativ klein. Fällt mir gerade so auf. Unser Hangar ist nicht groß. Du bist so, mein lieber Well. Dann komme ich nochmal zu dir. Okay, alles klar. Ich nähe mich vom Bohrschiff aus an. Ach, ah ja, da sehe ich dich. Herr Well, ja, hallo. So, also, Moment, ich mach mal. Licht brauchst du nicht, kannst du ausschalten. So. Ja, jetzt. Hallo. Ich bewege mich mal rückwärts. Ich sehe aber schon hier drunter was Rotes leuchten. Wieso leuchtet das Rote drunter? Ja, das wirst du sehen. So, pass auf, Well. Ich stehe jetzt auf für dich. Und jetzt darfst du dieses Tastenfeld hier betätigen. Einfach mal draufdrücken. Und dann gehst du einfach in den Raum rein. Coole Tür. Wow. Das ist ja eine Mischung aus... Wow. Hey, hat das eben einmal ganz hell geleuchtet bei dir? Ja. Das sind an der Decke, ja, sind Weltzwergfarben verbaut, die blinken im Abstand von ein paar Sekunden. Und du, unten wirst du quasi, unten ist Wellblau durch das Gate und an den Seiten ist Zwergrot verbaut. Sieht sehr schick zusammen aus, weißt du das? Ja, ich finde das auch, es macht irgendwie so ein total, es hat, also hier hat es ein bisschen also Fitfarben hier unten. Für einen Gate-Raum sieht das schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ich finde auch, also es hat irgendwie was, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die ganzen Lampen unten explodieren in dem Moment, wo wir mal das kann natürlich einfach sein. Ja, das ist unser Gate-Raum. Und natürlich, klar, also Blitzlicht und so weiter, wenn du hier reinkommst aus den Fernen des Weltalls, ja, und kommst dann hier rein und landest hier in dem Gate-Raum, dann finde ich das schon ziemlich cool. Und dann ist halt hier auch theoretisch das Tor zu. Ja. Und dann öffnest du das so, zack, und dann gehst hier durch, bam.
Und dann also du musst dir so vorstellen, hier wird dann noch eine verglaste, ein kleines verglastes Teil sein, wo nochmal diese Tür drin ist quasi. Ja. Oder vielleicht meint das auch irgendwie anders, dass du eine Glasdecke hast nur. Damit wir hier so eine Art Sauerstoffpuffer kriegen. Mhm. Ah, die Tür ist cool. Das ist aber eine. Ach nee, das ist die, fängt ja, die hält jetzt keinen Sauerstoff, ne? Die ist denn. Wo? Was ist denn los gerade? Ich bin gestürzt über dich, weil hier hinten ist noch keine Gravitation. Nein, die Gravitationsgeneratoren habe ich noch nicht gebaut. Ach, deshalb. Ich dachte mir, Nanu, warum bin ich denn? Ja, genau. Jetzt machen wir doch mal Folgendes. Ich dial mal an den Space Donut an. Da müssen wir eh rüber. Weil wir brauchen für das Dropschiff, für die Atlantis-Chairs, die Assassine Max hier eingebaut hat, brauchen wir nicht Neutronium-Crates. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir die schon haben. Neutronium hattest du gefunden, das war dieses weiß-blaue. Ja, hast du es gefunden. Ich weiß aber nicht, ob man das einfach nur irgendwo eingelagert hat. Schaut so mega episch aus, weil ich bin wert zum Tier. Ne, schade, dass ich gleich diese Startanimation hier nicht richtig sehe, den Ereignishorizont, den kriege ich bei mir ja nicht. Ich hoffe, es explodiert jetzt nicht. Geh mal ein Stück zurück. Also schade, dass mir die Animation nicht anzeigt irgendwo so. Jetzt ist die große Preisfrage. Das Ding ist, stopp, weil nicht durchgehen. Nicht durchgehen, auf keinen Fall durchgehen. Ich glaube, das steht falsch rum. Von hier aus sieht es richtiger aus. Ja, hier ist, geh auf die, ja, wir müssen das um. Warte mal, hast du genug freie Kapazität, um den einmal zu drehen? Ich bin dreiviertel voll, aber mal gucken, ja. Ich bohr's mal ab. Ganz werde ich nicht kriegen. Okay, so, dann baue ich es jetzt nochmal. Das war Atlantis Gate. Stargate, an error occurred. Please report and send Stargate lock to the... Ja, wahrscheinlich, weil wir es abgebaut haben, während das noch lief, denke ich mir mal, ne? Ja, so, okay. So, jetzt schaut's richtig aus. Okay, ich wähle nochmal einen Donut an. Jetzt hat's auch diese Dinger vorne und die hat's nämlich hinten nicht, ne? Aus. So, Gate wählt. Also hier brauchst du halt echt kein Licht, ne? Es ist so heil hier drin. Wahnsinn. Warte mal, ist das mit der Decke so getimt, dass jedes Mal, wenn... Warte mal. Ja, wie geil! Das müssen wir noch ein bisschen feinjustieren, aber es läuft so ein bisschen auseinander jetzt, aber es hat eben so wunderbar gepasst. Oh, das wäre super. Das wäre so super. Aber es hat eben richtig gut gepasst. Wow. Okay, soviel zum Thema Lichter am Eingang. War das irgendwie mit 3 oder 4 Blocks davor und dahinter darf nichts stehen? Ja. Das hat die Lichter erwischt. Entschuldigung, ich hätte fast den Schädel weggeflext, es tut mir leid. Was? Oh, well. Ja, doch. So, warte mal. Okay, also die Lampen hier vorne, die hat's erledigt, leider. Die ersten zwei sind im Eimer. Aber fällt kaum auf. Soll ich mal durchgehen? Du kannst gerne mal durchgehen, weil es sollte auch alles gehen. Ich treibe im All. Ich auch. Er lädt. Well, du fliegst, drück X. Ja, ich gebe mir Mühe. Er lädt gerade. Also ich habe Standbild, X. Okay, alles klar. So. Okay, bin in der Basis. Ich auch, hinter dir. Hi, Will. Hi. Jetzt kannst du, du musst da reinschweben, das geht mit dem Gehen, ist das ein bisschen schwierig noch. Ich merke. Ja, jetzt drehen, genau, immer schweben. So. Und danach hast du auch Gravitation da drin normalerweise. Oder nee, Quatsch, wir haben ja alles ausgeschaltet. Dürfen wir eigentlich nicht. Müsste doch eigentlich alles laufen, wir haben nur Solarzellen, oder? Wir haben keine Schwerkraftkomponenten hier drin. So, was waren das? Neutronium-Crates, ne? Ah, ich weiß nicht, ob wir die hatten. Doch! Also, wir haben hier Neutronium-Ingots haben wir. Ingots haben wir. So, und dann können wir wahrscheinlich irgendwo eine Neutronium-Crate herstellen. Ja. Können wir eine Naquada Production Facility bauen? Allerdings braucht das Naquada-Ingots, die hätten wir. Ja.
Neutronium-Ingots hätten wir auch, Platinbarren und Silizium-Halbleiter. Und da war das Problem. Wir hatten kein Silizium gehabt. Ist das so? Wir haben ja auch am Schiff. Wir haben aber noch Silizium-Halbleiter. 75 Kilogramm haben wir hier. Haben wir hier? Mhm. Ja, wir können ja mal ein paar herstellen, weil du kannst ja mal ein paar reinwerfen. Platin haben wir. Einen Paaren. Warte mal. Oh. Ich kann ja mal kurz zurückgehen und noch mal ein paar. Ich hole mal ein paar Platinbarren nach. Ein Platinbarren haben wir. Ich hole mal ein paar Platinbarren aus dem Schiff nach. Wir können ja mal anwählen. Müsste er sich das nicht automatisch aus der Montageanlage ziehen? Wo stelle ich es denn her? Wo sind wir denn in dem... Wo muss ich überhaupt rein? Wo stellen wir den Krams denn her? Im Naquada Production Facility stellt man den her. Achso, da war ich doch drin. Also ich hole jetzt mal eine Handvoll Platinbarren. Alles klar. Und während das läuft, packe ich alles, was ich im Inventar habe, mal hier rein, weil da habe ich genug Zeug drin. Neutronium Crates. Oh, ich liebe das alte. Das klassische Stargate gefällt mir immer noch am besten, optisch gesehen. Ja, außerdem wir brauchen 0,83 Platin. Haben wir jetzt eine hergestellt oder nicht? Also, weil ich werde irgendwann werde ich mich hier auf dem Donut zurück. Das ist dir wahrscheinlich klar, ne? Ja. Ja, hat jetzt gar keine hergestellt. Platin steht 0,83 schräger 00. Kontrollfeld, da müsste sich das Platin auch automatisch ziehen hier, oder nicht? Irgendwas explodiert hier. Wo? Zu Hause? Warum? Ja. Schlimme Explosions Geräusche, aber es ist nichts. Komisch. Ja, okay. Also, ich hole mir mal Platinbarren. Eine Handvoll. Platin. 500 Platinbarren hätte ich im Angebot. Ach, so viel brauchen wir gar nicht. Ich nehme mal 500 mit. Wir brauchen. Nein, okay, wir brauchen, jetzt hat sich das Schiff gerade beruhigt. Wir brauchen 50 oder sowas. So, wir haben eine Neutronium Crate. Da sind wir mit einem Platinbarren hingekommen. Also brauchst du keine 500. Ich weiß noch nicht, wie viele Crates wir brauchen. Warte mal, lass mal kurz gucken. Atlantis. Chair. Der braucht 12 Neutronium-Crates. Wir haben 2 Sitze, das heißt, wir brauchen 24 Platinbarren auf alle Fälle. Also machen wir so 50, das reicht ja. Ja, ich habe jetzt einfach mal eine Handvoll mitgenommen. Eine Handvoll sind 500. Ja, alles sind nicht klar. Viel. Der hat Hände, ey. Wie Mülleimerdeckel hat er. Ja, zwergische Hände sind ja bekannt für die Gier, ja. Und da muss ja viel Gold muss da reinpassen. Und deswegen, ich hoffe, es explodiert jetzt nichts. Das klingt auf alle Fälle gefährlich, das... Schaut gut aus und ich bin durch. Boah, ich finde. Aber ich glaube, unser Schiff kriegt jetzt demnächst mal voll den Drall. So, Well, ich pack dir mal das hier oben gleich rein. Mal 100. Ah, ich hau dir mal alle rein, komm. Was soll der Geiz? Boah, den Rest ich werde gerade hin und her geschleudert hier. Mal irgendwas Platin. Stimmt jetzt gerade mit den Schuhen nicht. Jetzt gehen. Die Schuhe gehen irgendwie nicht mehr. Nee, die Schuhe gehen auch nicht. Ich bemängel das auch gerade. Das ging aber jetzt... Ich glaube, da hat der Stargate-Mod ein bisschen seine gierigen Finger mit im Spiel. Das glaube ich aber auch, junger Herr. Weil nee, das nicht geht's auch. Jetzt geht's wieder. 20. Ich mach mal 20 Crates hier. Ich glaube, in dem Moment, wo wir beide uns voneinander wegbewegen und gerade das Stargate der Grund dafür war, dann wird das nämlich schwierig. Es hat sich jedenfalls nicht gesund angefühlt. Na Quade, was brauchen wir noch dafür? Was fehlt denn da jetzt gerade? Platin, Na Quade Ingot, Neutronium Ingot. Haben wir gar keine Neutronium Ingots mehr? Wir haben auch keine Neutronium Ingots mehr, glaube ich. Neutronium Ingots haben wir 0,83. Das ist nicht viel. Doch, nee, da 3200 haben wir in der Raffinerie noch liegen. Ja, Kilo, ich pack die mal hoch. Warte. Nee, hab ich gerade reingeschoben. Und na Quader Engel. So, jetzt müsst ihr eigentlich weiter produzieren können. Glaube ich.
Mhm. Hat er die Quails jetzt hergestellt oder nur drei hat er abgebrochen? Ich glaube, der hat abgebrochen, ne, die Produktion. Das kann sein. Aber die müsste ja eigentlich rot sein dann, oder? 15? Ne, der hat den rausgenommen, richtig. Ah, läuft ja auch, warte mal, läuft ja auch der Programmierer, aber... Ne, ist aber nee. Okay, du. Er stellt jetzt welche her. Schießt ja. Ne, jetzt hat er sie wieder rausgenommen aus der Produktion. Ach nee, mein Spiel braucht gerade unheimlich lange, um sich mal aufzubauen irgendwie. Oder hast du gerade eine reingeschoben? Und noch, ich hab gerade eine reingeschoben, ja. Weil ich hatte eben, nee, nicht 400 bitte. Nur maximal 24 nee, ich will ja, und wir läuft. Haben schon 7. Ja, okay. Weil der schau mal hin, wie der es abbricht. Ja, ne? Warum eigentlich? Ich sag ja momentan, ich glaube durch das Update hat es da wieder was. Weil der Inventory Manager kommt ja auch überhaupt nicht zurecht. Ich glaube, da hat es irgendwas im Hintergrund wieder zerdenkt. Aber den haben wir hier nicht drin. Wir haben hier weder keinen Programmierblock drin. Nee, habe ich ja auch schon geguckt. Hier aber ist, im Hauptschiff haben wir ja das Problem. Ja, aber hier ist rein Vanilla. Und dann hat sich das Vanilla-Spiel zerlegt irgendwie an der Stelle. Naja, was heißt Vanilla? Es sind ja Mods drauf, ne? Aber ja, genau. Hier ist nichts Spezielles drin in dieser Basis. Die ist so nackig quasi, die kann nichts. Ja. Gut, aber wenn das Grund ist, ich sage ja, normalerweise dürfte der Inventory Manager ja auch kein Problem haben, das ist ja alles eindeutig. Die ganzen Ressourcen sind ja klar. Das Problem ist, die wiegen 8000 Kilo schon. Ach du Schande, ich sehe es gerade. Ach nee, warte mal, 18 Stück konnte ich mitnehmen, das war kein Problem. Hä? Okay. Ah gut, die brauchen nicht, haben nicht viel Liter, 90 Liter. Das Problem ist nur die Literanzahl. So, ich habe jetzt 20 Stück, wir bräuchten noch 4 für die Chairs. Okay, es läuft. Ja. Eins. Ein habe ich, ja. Zwei habe ich. Das Problem ist ja meist nicht die Masse, die man schleppt, sondern das Volumen, wenn man schleppt. 3. Mhm. Und jetzt kommt der letzte. Ja. So, müsste fertig sein, ne? Mehr brauchen wir ja nicht. Ich habe jetzt den Rest mal abgebrochen. Ich würde sagen nicht, wenn ich hier Atlantis eingebe, dann braucht der Chair 12 Neutronium-Crates. Wir haben 24. Chair. Wenn wir da jetzt nicht mit umhasen, ja. Sollte das reichen. Okay. Ja, gut, dann passt doch. Ja. Wunderbar. So, jetzt müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ja, ich versuch's. Ich warte dann draußen mal eben auf dich. Bevor ich das... hinter dir. Geht da... Okay, bin ready. So, F, Quick Dive. Ja, außen geht's jetzt wieder. Quick Dive. Ich kann mit meinen Schuhen jetzt wieder normal laufen. Also es hat wieder Ja. Also als das Gate anging, da hatte ich das Gefühl, dass ich drüben in der Basis richtig hin und her geschmissen worden bin. Mhm. Es ist aber auch schön hier, ne? Also ich mag den Donut so gerne. Ich bin hier super, super gerne. Auch mit dem Wüstenplaneten am Boden, das ist herrlich. So, Gate geht gleich auf. Letzten zwei Chevrons sind am Eingehen. Ich traue mich jetzt gar nicht davor entlang zu laufen. Okay. Siehst du, hast du den eigenen Horizont, siehst du aber gar nicht, ne? Nein, das kann das Spiel so schade. Nicht. Das Spiel ist der Singleplayer an so einer Stelle. Ist das Spiel echt rein Singleplayer. Ich bin Kommst tot. Kommst du auch durch? Ich bin gestorben. Wie, du bist gestorben? Ich bin direkt gestorben. Nach dem Durchgang. Oh ja, du hängst hier hinter dem Tor. Mhm. Davor und dahinter mindestens, also 3 Blocks braucht das Spiel. Ich würde sagen, mindestens 8-9 Blocks Abstand lassen, irgendwie so. Ich bin direkt krepiert. Wieder ein Steg. So. Okay, also müssen wir liegt mein Krams denn da noch? Dein Körper liegt noch hier. Ich gehe jetzt mal noch nicht ran. Komme ich von innerhalb des Schiffes da jetzt irgendwie hin? Oder? Du musst einfach nur hinterlaufen. Also gehst quasi runter. Ich bin jetzt bis in dein Schlafzimmer gelaufen. So. Ja, du musst runter, also vor bis zur Brücke und dann kannst du gegenüber von dem Brückentor. Ah, ja, hab's gefunden. Ne, kommst du dann hinten raus? Dann müsste ich mal gucken. Also, solange mein Rucksack da liegt, ist ja alles in Ordnung. Ja, der hängt hier hinten zwischen im Gate quasi. Jetzt kommt er. Da ist er, der Well. Ein Teufelskerl. Eben noch tot im Gate, jetzt schon wieder auf der Showbühne. Tada! Okay, also was haben wir gesagt? Wie viel Platz braucht der nach vorne und hinten? Ach, da hinten hänge ich an der Wand. Ja, da hinten. Krass. Gab es eine Taste zum Alles nehmen?
Nee, glaube nicht. Okay. Da überlege ich in jedem Spiel wieder neu, weißt du? So. Jetzt bist du auch blau bei mir. Wer, ich? Im Wellblau bist du wieder unterwegs. Oh, was wird das dich an mir angedockt, Well? Warum hänge ich an der Wand? Ja, genau. Frag dich das mal. Ja, ich bin Spider-Well. So, nee, echt, ist mir schwindelig. Okay, wie viel hieß es nach vorne und nach hinten? 3, meine ich. Nach hinten 3, da hätte man jetzt genau eins zu wenig. Und nach vorne auch 3, oder was? Ja, nach vorne kannst du hier durchgleiten, wenn du zurückkommst. Ich weiß nicht, warum ich hinter der Wand gelandet bin. Kommen wir denn... Ich glaube, du bist in der Wand rausgekommen beim Reinjumpen. Und ich glaube, deswegen braucht der 3 nach hinten, ja, weil der halt einfach sonst zu wird. Dann müsste man das ganze Gate nochmal um 1 nach vorne legen. Und dann müssten die Lampen hier nochmal weg. Aber das kann ich jetzt machen, weil da können wir eigentlich jetzt schon mal in der Zeit, wo ich das jetzt hier abbaue, können wir eigentlich schon mal uns verabschieden. Das könnten wir eigentlich, genau. Ja, nachdem wir jetzt irgendwie. Ne? Haben wir mal zufälligerweise ein pünktliches Ende. Man kann nicht immer länger machen. So, heute ist. Nee, jetzt ist einer so dieser Augenblicke irgendwo. Heute ist mal mit Ernst, ja? Bedingt. Was? Genau, weil dann schmeiße ich nämlich noch das Gate hier fertig und dann können wir beim nächsten Mal testen, ob wieder alles explodiert. Wenn der nach hinten 3 Felder frei braucht, dann ist das halt so. Das kriegen wir ja auch. Das können wir erstmal testen. Ich meine, es hat mal geheißen, irgendwie, mach mal lieber 3 frei irgendwie, oder die würden sie brauchen. Nicht alle. Ja, weil ich glaube, deswegen bist du gestorben, weil du bist. Ich glaube, das Ding mit der eingebauten Treppe brauchst nicht, aber dafür hat sie auch schon diese Treppe irgendwie. Mhm. Die aber dann anderweitig hinderlich sein kann, ne? Ja. Das ist eine ganze Weile her, wo der Kommentar kam, aber ich meine, ich habe das noch so grob in Erinnerung. Ja gut, das ist ja auch in Ordnung, ne? Ich meine, wenn das Schiff das braucht, oder wenn das Geld das braucht und das Schiff dann hinten noch einen Platz hat, wir haben ja den Platz. Wir sind ja hinten zum Glück nicht so eng, dass das Problem darstellen würde. Nee, hat sich auf alle Fälle. Tat ja auch weh. So ist ja jetzt nicht. Ja, an der Ehre. Nee, am Kopf auch. So. Das ist ein anderes Problem, weil. Hä? Wir müssen jetzt uns verabschieden. Auf Wiedersehen. Wir verabschieden uns. Mach's gut. Tschüss.